Meine Lieben, nach langer Bedenkzeit wende ich mich an die verbliebenen Vernunftbegabten und ich möchte mir trotz möglicher Anfeindungen, Shitstorms oder Stigmatisierung das Recht nicht nehmen lassen, Kommentare von Journalisten und sogenannten Experten sowie Entscheidungen politischer Verantwortungsträger kritisch zu hinterfragen. Ich lege großen Wert darauf, dass ich dies ausschließlich in meinem eigenen Namen mache und nicht als Repräsentant einer Einrichtung, Organisation oder Firma. Natürlich bin auch ich nicht im Besitz der Wahrheit und erhebe im Gegensatz zu den Regierungen auch keinen Anspruch darauf. Allerdings bemühe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen, Fakten und falsche Ableitungen voneinander zu unterscheiden und damit der Öffentlichkeit differenzierte und eigenständige Bewusstseinsbildung zu ermöglichen. SARS-CoV-2 ist ein neues Virus, das vermutlich ausgehend von Fledermäusen auf bisher nicht bekanntem Weg im letzten Quartal des Jahres 2019 in Wuhan, China, auf die Menschheit übergesprungen ist. Angaben zu Tödlichkeiten oder Infektiositäten hängen weitestgehend von der Bevölkerungsdichte, Hygieneverhalten, Alters- und Gesundheits- wie auch der medizinischen Versorgungsstruktur ab. Da niemand, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation, die tatsächliche Zahl der Infizierten kennt, ist jede Angabe zur Übertragungswahrscheinlichkeit wie auch zur Todesrate eine reine Mutmaßung. Schätzungen zu Dunkelziffern von Infektionsraten gehen gemittelt von ungefähr vom Faktor 10 aus, was einerseits zwar bedeutet, dass vermutlich 10-mal mehr Personen infiziert sind, aber andererseits der Prozentsatz von schweren Fällen und Todesraten um den Faktor 10 überschätzt wird. Immer wieder wird, so auch vom österreichischen Bundeskanzler, davor gewarnt, Covid-19, also die durch SARS-CoV-2 ausgelöste Krankheit, durch den Vergleich mit Influenza, also der echten Virusgrippe, zu verharmlosen. Wer so etwas sagt, hat offensichtlich den Ernst der Influenza noch immer nicht erkannt, was ich deswegen für äußerst bedenklich halte, als wir mit der Influenza auch in Zukunft in der kalten Jahreszeit immer wieder werden rechnen müssen. Und wer das aktuelle Vorgehen fälschlicherweise als angemessen bewertet, müsste dies anlässlich der jährlichen Influenza-Daten bei uns wohl jedes Jahr während der Influenza-Saison mit gleicher Konsequenz aufs Neue einfordern müssen. Während wir mit den aktuellen Zahlen derzeit also etwas unter 700.000 Fällen, etwas über 30.000 Toten, Hysterie und Panik verbreiten und im Auge der Politiker, die offensichtlich nichts von Ökonomie verstehen, die drastischen Maßnahmen als gerechtfertigt akzeptieren müssen, haben wir in all den letzten Jahren die Fall- und Todesfallzahlen der Influenza schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind dies jedes Jahr zumindest 20 Millionen Fälle und 250.000 Tote. Das ist also die untere Grenze der Schätzung. Im Vergleich dazu sind die aktuellen Maßnahmen völlig haltlos. Hier werden Augenmaß und ethische Grundsätze mit Füßen getreten. Wir haben nämlich nicht nur Verantwortung für aktuell Erkrankte, sondern auch Wirtschafts- und Gesundheitssysteme, die in Zukunft so dringend benötigt werden. Alle Maßnahmen, die aktuell anlässlich SARS-CoV-2 gefordert werden, wie Händehygiene mit Händewaschen und Händedesinfektion, keine Kontakte zu alten und anderen Risikopatienten, die Empfehlung, dass kranke Personen zu Hause bleiben sollen, nicht einfach in die Menge husten und spucken sollen und so weiter, machen auch bei der jährlichen Influenza-Welle Sinn, wurden aber von den gesundheitspolitisch Verantwortlichen bisher völlig ignoriert. Ähnliches gilt auch für die Grippeimpfung. Die ist zweifellos nur von eingeschränkter Wirksamkeit. Aber wäre sie nur zu 30% effektiv, hieße das konsequenterweise, dass ein Drittel zusätzlicher Beatmungsplätze, die derzeit durch Influenza-Infizierte blockiert sind, verfügbar wären. Wo ist also der unmissverständliche Appell unserer gesundheitspolitisch Verantwortlichen geblieben, in Erwartung der anrollenden Covid-19-Pandemie zumindest alle Angehörigen von Risikogruppen konsequent gegen Grippe durchzuimpfen? Die zweifellos tragischen Fälle aus Italien und Frankreich sind letztendlich halt
doch auch der Tatsache geschuldet, dass in diesen Ländern das Gesundheitssystem noch stärker als in Österreich oder Deutschland totgespart wurde, was sich neben den Möglichkeiten der intensivmedizinischen Versorgung auch in der Zahl nosokomialer, das heißt im Krankenhaus erworbener Infektionen ausdrückt und damit assoziierte Todesfälle wegen eklatanter Mängel in der Krankenhaushygiene zu beklagen sind. So haben Frankreich und Italien mit 12 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner nur circa 40% der Intensivbetten, die im Vergleich in Österreich oder Deutschland zur Verfügung stehen, wo auf 100.000 Einwohner knapp 30 Intensivbetten kommen. Und da sind die aktuellen Nachbesserungen noch gar nicht mit eingerechnet. Sehr simplifiziert dargestellt und ausschließlich auf Covid-19 fokussiert, hieße dies, gäbe es pro 100.000 Einwohner 20 beatmungspflichtige Covid-19-Patienten, so stünden in Österreich und Deutschland noch 10 Betten leer, während man in Frankreich und Italien 8 Patienten beim Sterben zusehen müsste. Laut ECDC, das ist also die Europäische Behörde zur Krankheitsüberwachung, gab es im Jahr 2015 in Frankreich circa doppelt und in Italien circa viermal so viele Todesfälle durch Krankenhausinfektionen. Insofern hinken all die genannten Vergleiche. Und sollten die erwähnten Variablen auch bei der Berichterstattung und den Einschätzungen mit berücksichtigt werden. Der Satz Gesundheit geht über alles ignoriert sträflich die Tatsache, dass wir uns diese Gesundheit auch morgen noch leisten können müssen. Irgendjemand muss nämlich dafür bezahlen. Das dafür erforderliche Geld muss auch jemand erwirtschaften. Insofern mutet es schon fahrlässig an, dass die aktuellen politischen Entscheidungen die Weltwirtschaft mit voller Wucht an die Wand fahren und damit den zwangsläufig folgenden Kollaps billigend in Kauf nehmen. Die Schutzbehauptung, wir haben alles getan, schließt definitionsgemäß auch die Tatsache mit ein, dass auch jeder Schwachsinn umgesetzt wurde. Bei diesem Ausmaß möglicher Kettenreaktionen darf man sich nicht mit dem Aspekt der Sozialromantik, sondern der Devise, es geht um jedes Menschenleben, zufrieden geben, sondern haben die Entscheidungsträger auch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Horizont ganzheitlich auch auf mittel- und langfristige Konsequenzen zu erweitern. Dazu gehört zwingend Volkswirtschaftler und Ökonomen, vorbehaltlos und gleichrangig und ohne falschen moralischen Druck zu Wort kommen und deren Einschätzung vorurteilsfrei in die Gesamtbewertung mit einfließen zu lassen. Hier werfe ich den Regierungen eklatantes Versagen vor. Die Aufrufe zur Verzögerung, dieser sogenannten Mitigation, mögen so lange und dort gerechtfertigt sein, wo eine Vorbereitung eines überforderungsgefährdeten Systems erforderlich scheint. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Aber selbst hier ist die volkswirtschaftliche Komponente mit zu berücksichtigen. Und es darf nicht verwundern, dass die Kombination von mehrfachem Viruseintrag, wie dies beispielsweise in Norditalien durch chinesische Gastarbeiter, in Tirol und der Schweiz durch massiven internationalen Tourismus geschehen ist, die längerfristige Ignoranz ohne entsprechende Schutzisolierung der Gruppe der Schutzbedürftigen, und das sind ältere Personen und jene mit Grundkrankheiten, und die Situation eines auch bei Standardsituationen bereits chronisch überforderten Gesundheitssystems, wie dies beispielsweise in Italien der Fall ist, dann irgendwann das System zum Kippen bringt und viele schwerkranke und tödliche Verläufe zu beklagen sind. Mit großer Verwunderung muss ich zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur fachlich herausragende Virologen, sondern auch Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut oder die Weltgesundheitsorganisation nicht belegbare Zahlen zur Tödlichkeit und Infektiosität als Fakten präsentieren oder übernehmen, ohne auch nur näherungsweise die Zahl der Infizierten zu kennen. Es gibt weltweit derzeit eine einzige zuverlässige Datenquelle und die beruht ironischerweise auf einem menschenverachtenden Feldversuch, in dem die japanischen Behörden die Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unabhängig davon, ob sie krank, ohne Symptome infiziert oder noch nicht infiziert waren, am Aussteigen gehindert haben, das heißt primär ohne Bereitstellung einer Schutzausrüstung gemeinsam zusammengesperrt haben. Hierbei ist auch noch zu berücksichtigen, dass Kreuzfahrtschiffe in Anbetracht ihrer Gäste nicht mit der allgemeinen Bevölkerung vergleichbar sind.
Da die durch Alter und Grundkrankheit definierten Risikogruppen bekanntermaßen auf Kreuzfahrtschiffen deutlich überrepräsentiert sind. Und Kreuzfahrtschiffe, und das ist durch Studien mit Influenza belegt, die Ausbreitung von Erregern, die unter anderem durch Tröpfcheninfektionen übertragbar sind, besonders begünstigen. Und selbst unter diesen für Reisende und Mannschaft maximal ungünstigen Bedingungen wurden von 3.700 Personen, unter Anführungszeichen nur, 712 infiziert. Das sind weniger als 20%. Und bisher sind 10 Todesfälle zu beklagen. Das sind trotz dieser geschilderten Hochrisikozusammensetzung 1,4%. Bisherigen Analysen zufolge gibt es keine schweren Verläufe bei gesunden Kindern und betreffen diese schweren Verläufe in erster Linie die benannten Risikogruppen. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Und trotz all dieser Erkenntnisse wird nach wie vor eine Schwarz-Weiß-Malerei betrieben, als gäbe es nur die Möglichkeit, entweder alle Einwohner ohne jede Schutzmaßnahme in gleicher Weise ohne Rücksichtnahme zu exponieren oder alternativ einen kompletten Shutdown zu veranlassen. Folgt man seriösen Schätzungen, wonach maximal 10% der arbeitenden Bevölkerung einer Risikogruppe angehören, wäre es problemlos möglich, alle Schutzbedürftigen unter konsequente Isolierung zu stellen und dem Rest der Bevölkerung unter Einhaltung vernünftiger, allgemeiner Schutzmaßnahmen ein möglichst unbeeinträchtigtes Leben zu gestatten, wodurch auch eine Absicherung der Weltwirtschaft ermöglicht würde. Man muss kein Wirtschaftsexperte sein, um die aktuellen, vollmundigen Entschädigungsversprechungen als Lüge zu enttarnen. Das Ausmaß des wirtschaftlichen Kollateralschadens übersteigt selbst die finanziellen Möglichkeiten der reichsten Wirtschaftsstandorte bei weitem. Und wir sprechen hier, egoman wie wir sind, von den reichen Staaten mit einem gut verankerten Sozialsystem. Und keiner denkt aktuell an die vermutlich zig oder hunderttausenden Toten, die am Tropf einer funktionierenden Weltwirtschaft hängen und tagtäglich darum kämpfen müssen, dass ihre Familie zu Hause nicht verhungert. Aber selbst bei uns wäre es interessant zu erheben, wie viele Personen Covid-19-bedingt verzögert behandelt werden, was bei Herzinfarkt und Schlaganfall durchaus kritisch zu sehen ist, aus Sorge um eine mögliche Infektion nicht zeitgerecht zum Arzt oder ins Spital gehen, infolge existenzieller Gefährdungen in die Depression rutschen oder als Worst Case vor den Trümmern einer vernichtenden Existenz stehend Suizid begehen. Das Ziel der beschwichtigenden Aussagen ist es offensichtlich, die Bevölkerung ruhig zu stellen. Nicht ohne Grund wird Medien wie dem ORF die Darstellung von Positionen, die von der aktuellen Regierungslinie abweichen, untersagt. Spannend wird aus meiner Sicht die Frage, wie die politischen Entscheidungsträger ohne Gesichtsverlust aus dieser prekären Situation rauskommen möchten. Letztlich steht zu befürchten, dass ein wodurch auch immer, zum Beispiel saisonal bedingtes Abflauen der Pandemie, als Rechtfertigung der aktuellen, unsäglichen Entscheidungen missbraucht wird, wogegen man beim mangelnden Ansprechen die Schuld entweder der Natur der Infektion oder dem Fehlverhalten der Bevölkerung anlasten wird. Und ist es nicht ein Paradoxon, dass einerseits die Hoffnung auf eine Eingrenzung der Pandemie durch eine Herdenimmunität geweckt wird, während man unter Billigung eines nachhaltigen, enormen wirtschaftlichen Schadens alles tut, um die Entwicklung eben genau dieser Herdenimmunität zu verhindern. Und betrachtet man die Dauer zur Entwicklung eines entsprechend geprüften, somit universell verfügbaren und global in ausreichendem Maß anwendbaren Impfstoffes, ist ein nennenswerter Beitrag der Impfung zur Entwicklung dieser Herdenimmunität wohl eher als eine Illusion zu sehen. An dieser Stelle auf weitere mögliche Versorgungsdefizite einzugehen, würde wohl den Rahmen sprengen. Zweifellos könnten aber der von Fachleuten profitierte Mangel an Produkten, die Unterbrechung der Versorgungslinien von in Asien hergestellten Produkten und so weiter, von denen wir abhängig sind, darunter beispielsweise auch essentielle Antibiotika, weitere dramatische Konsequenzen haben.